In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hey Nina, wie dein Mund aussieht. Opa, check dir schon mal. Aber es ist ein bisschen erschreckt. Okay. Oh. Ist auch ein Kaugummi? Ist heute total wieder egal. Hallo ihr Lieben übrigens. Willkommen zu einem neuen Vlog. Willst du auch ein Kaugummi, Lina? Ja. Ja, heute müssen wir einiges kaufen. Weil wir haben gestern gemerkt, dass wir doch einiges nicht da haben. Aber einerseits ist es auch besser, dass wir mit dem Auto fahren, ne? In den Feuchttüchern und so. Ja. Ich habe euch ja im letzten Vlog gesagt, was wir noch kaufen müssen. Wir nehmen euch jetzt ein bisschen mit wieder. Und ich hoffe, das interessiert euch, weil ich will auch nicht immer wieder dasselbe aufnehmen. Also jedes Mal unseren selben Tagesablauf. Und jetzt steht was Besonderes an und dann nehmen wir euch auch mit. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir waren ehrlich gesagt nur bei Primark und bei DM. Und dann sind wir nach Hause gekommen. Es hat auch angefangen zu regnen. Aber das ist jetzt beim Fußball. Lina hat ein Stickeralbum bekommen fürs Flugzeug, damit sie da stickern kann. Und auch dort. Und zwar von der Eiskönigin. Das hat jetzt 9,95 € gekostet. Aber total cool, was ich sehr gut finde. Hier sind halt so verschiedene oh Mensch, aber warum komme ich nicht immer aufs Wort, hä? Genau, hier sind immer verschiedene Rahmen und die Bilder muss man dementsprechend dann einordnen. Zum Beispiel Wartaschke. Zum Beispiel hier das erste. Hier, König und Königin kommt hier hin. Das machen wir gleich, ne? Du gehst jetzt gleich Mittagsschlaf machen. Okay, halt das fest. Dann haben wir geholt Feuchttücher. Ich habe euch jetzt gesagt, dass wir Feuchttücher brauchen. Dann habe ich von Balea, die sind wohl neu, Rasierer gekauft. Dann habe ich bei Primark Strumpfhosen gekauft. Ich habe jetzt Größe L gekauft wegen meinem Bauch. Dann habe ich, ich sag mal die Preise, es steht drauf, 4 Euro. Wow, hast du ein Foto gemacht? Dann habe ich mir einmal dieses Top gekauft für 2,50 €. Dann habe ich 2 T-Shirts gekauft. Einmal ein schwarzes, schlichtes, das hat wie viel gekostet? Auch 2,50 €. Und einmal das hat 3 Euro gekostet, auch ein T-Shirt. Dann habe ich mir Badeanzüge gekauft, 2 Stück hoch. Einmal das. Das ist ein bisschen offen. Und einmal das hat auch einen Rückenausschnitt, das fand ich total schön. Dann habe ich mir diese Tasche gekauft, falls wir werden ja sehr wahrscheinlich sehr, sehr oft in die Stadt gehen. Die hat auch nur 10 Euro gekostet. Achso, die Badeanzüge haben gekostet 5 Euro, das rosane. Und das hat sogar 11 gekostet. Okay, ich dachte, hat 7 oder so gekostet. Das muss ich gleich hier verbrennen. Dann habe ich mir Flipflops geholt. Die passen jetzt gar nicht zum Badeanzug, aber ist ja egal. Die haben 3 Euro gekostet. Dann haben wir zwei Handtücher gekauft für den Strand, wenn wir uns hinlegen oder so. Die haben pro... ey, was machst du? Ayakabo. 8 Euro gekostet und dann hat sich noch bei DM die hier ausgesucht. Die sind total schön. Lina, das sind Schuhe an dem. Die haben 6 Euro gekostet. Genau. Das war's auch. Mehr haben wir nicht gekauft. Und ich weiß gar nicht, wie viel wir insgesamt bezahlt haben. Ich glaube 60, 70 Euro. Und dann waren wir halt noch Eis essen, das war's auch. Ne, Nina? Eis. Ja, wir haben Eis gegessen, ne? Ja, Eis. Ja, Spaghetti-Eis hast du gegessen, ne? Eis. Nein, du gehst jetzt eh machen, schlafen. Ja, du brauchst nicht so traurig zu gucken an dem. Pampers, ja. Übrigens koche ich heute auch das von der lieben Dulge nach, wofür ich letztens eingekauft habe. Genau. Und sonst
gibt's nichts. Wir haben sehr, sehr viel vor, wenn wir nach dem Urlaub zurückkommen. Wir werden sehr, sehr viel an dieser Wohnung verändern, weil ich denke mal, wir bleiben noch ein, zwei Jahre hier. In Köln ist es einfach viel zu schwer, eine Wohnung zu finden. Und mich stört's nicht. Lina schläft eh bei uns und das Baby hat ein eigenes Bett. Alles gut. Ich will mich weder stressen noch sonst was. Da kann sagen jeder, was er will. Wenn es ein Mädchen wird, das Baby, dann suchen wir eine 2-3-Zimmer-Wohnung. Und wenn es ein Junge wird, dann eine 4-Zimmer-Wohnung. Also ich finde es schöner, wenn die Geschwister das teilen lernen und sich alles anvertrauen untereinander. Man braucht nicht unbedingt eine 4-Zimmer-Wohnung oder eine 5-Zimmer-Wohnung. Das fragen mich sehr, sehr viele. Ich bin auch in einer 3-Zimmer-Wohnung groß geworden und es hat mir nicht geschadet. Genau. Klar, wenn ich jetzt eine 4-Zimmer-Wohnung zur Verfügung gestellt bekomme, was natürlich schwieriger ist in Köln, dann nehmen wir natürlich eine 4-Zimmer-Wohnung, ne? So, Lina, jetzt gehen wir schlafen. Also, ihr Lieben, das war's zur Wohnungssuche. Momentan suchen wir auch nicht, weil wir momentan auch noch nicht wollen, ehrlich gesagt. Ich habe auch dann gesagt, solange das zweite Baby 1,5 Jahre alt ist, kann man hier wohnen. Ich will noch Geld sparen, damit ich die nächste Wohnung sehr schön einrichte. Hier haben wir alles schnell gemacht und bei der nächsten Wohnung will ich das nicht machen. Genau, also bis gleich. So, ihr Lieben, ich habe jetzt ein Video bearbeitet. Ich muss das nochmal neu bearbeiten. Ja, und das Video für heute, also wenn ihr das seht, jetzt haben wir den 23. werde ich auf jeden Fall bearbeiten, damit das heute noch online geht. Das ist schon hochgeladen. Ich muss es halt nur hochladen. Bearbeiten. Sorry. Genau. Und sonst gibt es eigentlich nichts. Löschen. Bearbeiten. Ach, scheiße, jetzt bin ich jetzt. Genau. Ja, ich koche jetzt gleich. Ich warte drauf, dass. Ich habe jetzt Hackfleisch rausgeholt, damit ich gleich kochen kann. Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. What is up with your smile? It's impossible. Not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even skies. So tot aus, ey. Wir sind gerade aufgewacht, ich habe gestern nicht mehr gefilmt. Übrigens, das Essen hat mir geht so geschmeckt und Audel hat es gar nicht geschmeckt. Der hat oben nur dieses Dings gegessen, wie heißt das? Die Hackfleischsoße mit arabischem Brot. Also ist nicht jedem seins. Damit ihr Bescheid wisst. Lina ist kaputt. Unser Toaster ist kaputt. Ich hab so Lust drauf gehabt. Oder ist doch nicht kaputt? Nee, ist nicht kaputt. Also das gleiche, ihr Lieben. Ich bin in der Gitzisch. So, ihr Lieben, wir waren gerade mit Lina einkaufen. Ich habe ein paar Sachen für den Flug gekauft. Weil wir fliegen ja nachts und da wollen wir bestimmt auch was naschen. Wenn wir nachts fliegen. Achim ist aber. Ja?
Das ist Fleischwurst. Willst du das jetzt essen? Guck mal hier. Nein. Genau, ich zeige euch mal kurz, was ich alles gekauft habe. Also Lina hatte Lust auf Erdbeeren. Die habe ich jetzt gekauft. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das essen wird. Falls nicht, mache ich einfach einen Shake draus. Dann habe ich für Lina diese, das habe ich das erste Mal gesehen, von AOSD. Das ist Fleischwurst aus Hähnchenfleisch. Das sind 5 Stück von, ich weiß gar nicht, wie viel die jetzt gekostet haben. Ich habe auch jetzt doch hier mal gespannt, ob das teuer war. Aber sieht nicht so aus. Disney-Wurst, 1,79 €. Ist okay. Dann habe ich gekauft, die waren reduziert, von Katjes einmal diese Katzenpfötchen. Dann die salzigen Heringe. Ich liebe ja Lakritz. Aber ich habe letztens 2 Packungen weggeschmissen, weil ich die aufgemacht habe und nicht gegessen habe. Und die waren dann total hart. Dann habe ich von Hitchler bunte Drachenzungen gekauft. Die habe ich auch das erste Mal gesehen. Das willst du auch machen? Okay. Time Ellen, deck neben den Tisch. Und einmal von Hitchler Spinnenbeine. Oh, der liebt saure Sachen, deswegen passt das auch total. Also, ich denke mal, die beiden nehmen wir mit in die Türkei, den Rest lassen wir hier. Also mit in den Flugzeug, meine ich, ne? Dann habe ich für Lina einmal Trinkpäckchen mitgenommen. Einmal so einen Vogelhüpfkuchen. Zitrone, so einen Zitronenkuchen, den mag auch Audel sehr, sehr gerne. Der hat immer nachts, wenn er nach Hause kommt, voll Bock auf Süßes. Ich weiß nicht, woran das liegt. Dann habe ich für Audel für den Flug, also jetzt nicht nur für den Flug, aber die waren jetzt im Angebot Red Bull gekauft. Der meinte jetzt, man darf ja nur eine Dose mitnehmen, ne? Nee, man darf gar keine Dose mitnehmen, man darf hier nur 100 ml. Dann habe ich mitgenommen Center Shocks, Kaugummis. Dann waren hier Kinderüberraschungseier auf 49 Cent reduziert, die habe ich mitgenommen, 6-mal. Und ein Fieberthermometer, der kommt auch sofort in den Koffer rein. Der hat 2,50 € gekostet bei der Apotheke. Lina hat sich einmal hier diesen Pudding-Dessert ausgesucht. Sie liebt momentan dieses Peppa Pig. Und sie hat sich einmal das hier ausgesucht. Das war's auch. Mehr haben wir nicht gekauft. Willst du noch eins essen? Schmeckt dir das? Wer ist das denn? Das ist Pluto. Guck mal, Pluto. Wow. Pluto. Genau, ihr Lieben. Ich räume das jetzt alles ein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben. Ups, ich habe mal noch meinen Speicher nicht gelöscht. Moment. Lieben, ich muss mich gerade wieder zuknüpfen. Ich hasse dieses Hemd, ne? Das geht von alleine einfach auf. Mensch. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier unseren Kühlschrank einmal komplett ausleeren und sauber machen. Ich wollte jetzt eigentlich baden, aber ehrlich gesagt will ich das erstmal hinter mir haben, weil nach dem Baden habe ich keinen Bock mehr. Ja, Schatz. Ja, wow. So, ich bin jetzt fertig. Auch nicht lange gebraucht. Ich habe wieder mein Lieblingsprodukt benutzt momentan und ich merke gerade, wir haben noch voll viel Gemüse da. Ich glaube, ich mache wirklich morgen oder übermorgen türkische Pizza, weil übermorgen ist auch Hakan bei uns. Übrigens habe ich das jetzt damit sauber gemacht, Fettlöser, und der Kühlschrank ist blitzblank sauber geworden. Ich habe das nur draufgesprüht auf diese Glasplatten und geschrubbt, ist sofort sauber gegangen und dann mit heißem Wasser abgespült. So, mein Kühlschrank sieht jetzt endlich wieder sauber aus, weil hier waren immer so Flecken und so und ich habe den seit 2 Monaten, glaube ich, nicht sauber gemacht. Ja, das macht sich dann bemerkbar, jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen oder... Ja, Mama ist fertig, Schatz. Und was machst du da? Hm? Hast du Chips? Wir gehen jetzt aber baden, weißt du, ne? Ich begehab das. Okay? Hat der Topo und warte? Hat der Anlegen? Hat der begehab das? Top? Mich? Ja, Chips musst du jetzt auch räumen, Schatz. Nein, wir gehen jetzt baden. Okay? Aber. Was denn? Nee, lass das.
Lass das, ich staubsauge gleich. Bırak onları. Ben sonra das Spiel yapacağım. Na, tu das nicht da rein. Es ist da. Ich staubsauge gleich, ja? Ja, guck mal. Ich habe die Pampers nicht gut. Hier. Nicht hier, Lina. Burada değil. Banyoya gittim çıkar. So ihr Lieben, wir haben gerade geduscht. Also ich habe meine Haare nicht gewaschen, weil ich die gestern noch gewaschen habe. Genau, Lina wollte jetzt hier Fruchtcocktails. Und das mache ich jetzt in einen Teller rein. Ich weiß nicht, ob ich heute meine Tabletten genommen habe, also Vitamine, deswegen habe ich die gerade genommen. Ich hoffe, ich habe die nicht zweimal genommen. Aber ich denke, ist halb so schlimm, oder? Und ich glaube, ich muss morgen, ab morgen mit Femibion 1, 2 anfangen. Ich muss das morgen kaufen. So, Schatz, gibst du mir das bitte? Nee. Danke. Ja, weil meins ist jetzt leer, fast leer. Das nehme ich auch bis es leer ist. Und dann fange ich mit Femibion 2 an. Weil ich finde das schade, das ist sowieso so teuer. Und ja, ich muss das immer noch aus der eigenen Tasche zahlen, für die es nicht glauben. Aber ich guck mal, ob meine Krankenkasse sowas hat, dass man das Geld zurückbekommt, wenn man die Kassenzettel hat. Naja, so, jetzt gebe ich Lina erstmal hier das Essen. So ihr Lieben, wir gehen jetzt schlafen, da wir morgen früh aufstehen müssen. Wir haben auch schon fast 12 Uhr. Lina hat ihren Mittagsschlaf heute total spät gemacht, deswegen gehen wir jetzt später schlafen. Ich nehme euch auf jeden Fall morgen wieder mit und erzähle euch dann, wie es beim Frauenarzt war. Ich bin schon total gespannt. Mal schauen, wie es dem Baby geht und ob wir das Geschlecht erfahren können. Übrigens kommt auch dann morgen mit und nicht meine Mama. Also, bis gleich.